Willkommen zurück auf Deponia, und zwar bei Deponia Doomsday. Wir sind hier mit Rufus, machen hier voll die Party. Die Lichter regieren von uns. Ich habe, wie ihr mir in den Kommentaren geschrieben habt, die Lautstärke ein bisschen erhöht. Hoffentlich ist das jetzt besser und nicht zu laut. Lasst mich einfach wissen. So, jetzt müssen wir anfangen, hier mal ein bisschen zu rätseln. Wir haben Zeug, wir haben einen Bart, wir haben Knickerfolien, Schraubenschlüssel, Schrott, ein Bügel. Wer hätte das gedacht? Lotte und ich haben dieselbe Körbchengröße. Okay. Ein Strohhalm, ein Glas und ein Stromumkehrer. Und, Frage ist, was machen wir denn jetzt? Was rätseln wir denn jetzt? Wie komme ich an diese Drosselglied daran? Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb! Hey, Rufus! Hey, Lonzo! Was gibt's Neues? Nichts! Dafür aber umso mehr vom Alten! Oh, danke! Bitte keine Umstände! Gut. Ich glaube, hier können wir tatsächlich nichts mehr machen. Toni wird sehr sauer sein, wenn wir ihr erzählen, dass wir die Gläser kaputt gemacht haben. Deswegen erzählen wir am besten gar nicht erst davon. Die Folienkartoffel, die muss man doch jetzt hier einsammeln können. Zum Beispiel mit dem Bart. Ja, das wäre lustig. Leider ist der Bart zu groß für die Kartoffel. Ach so, und das Glas? Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Wow, diese Weisheit. Knickerfolie. Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Nein. hast du. Ich will doch nur die Kartoffel vom Ofen es holen. Es stimmt wohl, was man. Wenn dir das lebt, hast du. Wieso geht das denn nicht? Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Okay, sieht so aus, als kämen wir an die Kartoffeln nicht ran. Kartoffelhalbiermaschine bringt uns ja wohl auch nichts. Der Honigspender. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen will. Was will ich denn machen? Ich wollte... Warte mal. Ich brauchte so einen Aluhut für unseren lieben Freund, den Besoffenen, damit der für uns den rosa Elefanten verscheucht. War das nicht so? Aluhut und Stroh brauchte man dafür. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. den haben wir ja schon gehört. Mir fällt jetzt noch nicht so viel ein. Wir haben diesen Honigspender hier. Oh, Maya, Willi, verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Kann ich vielleicht mit dem Bart? Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Mit was kann ich denn Bienen einfangen? Ich kann mit nichts Bienen einfangen. Strohhalme. Die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Okay. Ich habe keinen Plan. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was ich machen will. Also gehen wir erstmal woanders hin. Hier hatten wir ja... Was? Eine Flaschenbürste? Hey! Hey! Verdammt! Frech! Frech! Komme ich daran? Mich verkleiden? Verdammt! Aber ich kann diesen Bart nicht anlegen. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen. Ich kann mich nicht verkleiden. Schade. Na gut, gehen wir zur Kreuzung. Hier ist unser Freund Tuck. Und hier unten konnten wir den Stromumkehrer benutzen. Ob das schon reicht, um hier irgendwas zu erreichen? Ich vermute ja, ich brauche beide Teile. Das könnte passen. Aber wie rum? Ah, wird schon nicht so wichtig sein. Chilbert Maut, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glückssträhne. What? Okay. Ein Glas und dann drücken wir hier das Knöpfchen. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Susse,
Nee, der ist für die Ewigkeit eingerastet. Okay. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Aber was machen wir jetzt mit dem Eis? Diese störrischen Eiswürfel wollen einfach nicht schmelzen. Strohhalme, die Drossel. Drossel. Nee, der ist für die Ewigkeit eingerastet. Den bekommen wir auf keinen Fall mehr da raus. Na gut. Wir haben Eis, warum nicht? Wofür benutze ich Eis? Was war hier nochmal? Was war nochmal da los? Was ist das für ein Laden? Was ist denn das für eine Tür? Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Aha. Bernhards Shop, okay. Nehmen wir die Kurbel und das Chronocar. Und den Menschen hier, Mr. McChronicle. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Erinnerung, großer Elefant. Zeitanomalien. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Ja, weiß nicht, da kommen wir ja jetzt auch noch nicht vor. Wo? Das Seil hier. Ja, das brauchen wir auch noch. Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ha, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Außerdem wollte ich doch Toni mitnehmen. Das auch, ja. Der Ofen ist noch aus, richtig. Den hatten wir ja auch noch hier drin. Der Ofen. Mit was können wir den anheizen? Wir haben nichts dabei. Und können wir das Seil ans Auto... Na, ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Ach so, eine Elefantenfalle. Ja klar, nein, natürlich. Ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste... Ja, den Spruch kennen wir schon. Aber als Elefantenfalle funktioniert das aber jetzt noch nicht so gut. Na gut. Was kann ich mit dem Eis machen? Oder Tack, erzähl mir was. Puhu nochmal. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Kann der was mit dem Bart anfangen? Du solltest dich mal rasieren. Du siehst aus, als hättest du 3 Tage durchgesoffen, die Nächte inbegriffen. Nur 3? Dann scheint die Gesichtscreme ja doch zu wirken. Hier war ein Schnabeltier, ich hab's genau gesehen. Komm, Schnabbi, Schnabbi, Schnabbi. Na, no, es kommt nicht. Gut, dann weiter. Eiswürfel sind bestimmt gut, um die heiße Kartoffel abzukühlen. Oder ich stelle sie auf den Grill, das wäre auch möglich. Na toll, sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Ach komm, muss ich jetzt ein neues Eis holen? Ach, das ist doch Mist. Ah, das ist doch Mist. Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Ja, abkühlen. Eis, alles klar. Ich hole ja Eis. Das nervt mich jetzt schon. Jetzt muss ich jedes Mal, wenn ich das probieren will, muss ich hier neue Eiswürfel machen. Danke, Mann. Ja, danke, Mann. Ich muss halt die Eiswürfel irgendwie noch klein kriegen. Wahrscheinlich muss ich sie schmelzen auf dem Grill. Der sollte doch noch Restwärme haben. Aber wenn ich jetzt weggehe. Ja. Ein Glas Wasser. Und kann ich das Wasser jetzt da drauf kippen? Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Schön. Hey, ich habe meine Kartoffel. Was? Ach, die Folie. Ja, jetzt möchte ich die ja auch halbieren. Wundervoll. Kartoffelhälften. Das braucht man immer. Bisschen fettig, aber sonst noch ganz brauchbar.
Alufolie? Was will ich denn mit Alufolie? Und was will ich mit Kartoffeln helfen? Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Das weiß ich ja jetzt nicht so recht. Wenzel, sag mir was. Hey, Wenzel. Hey, Rufus. Lust auf eine Partie Faulobst legen? Sehr gern, aber ich kann den ja nicht, weil... Warum kann der Rattenjunge nicht mitspielen? Weil er noch zu klein ist, sprach der Gartenzwerg. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Das sind nur noch diesen Honigspender hier irgendwie. Wollen denn hier, Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Ach so? Also ein Strohhalm? Entweder fehlt hier der... In beiden Fällen... Na gut. Was mache ich denn jetzt mit Kartoffeln? Ich weiß es doch nicht. Hey, Lotto! Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Ach, der sollte sich rasieren, genau, das war das. Lass dich nochmal angucken. Vielleicht fällt mir doch noch etwas ein, was du verbessern könntest. Sei bitte ganz ehrlich. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Und was kann man denn... Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, ne Frau. Tüdelü! Und was kann man denn die Beine rasieren, von dem Mist, den er hier dabei hat? Auf jeden Fall ja mal nicht mit irgendwas, was er hier dabei hat. Irgendwie. Was soll der Schrott? Ich meine, dieser Unrat schadet meinem femininen Gemüt. Dann bist du nicht nur im falschen Körper gefangen, sondern auch auf dem falschen Planeten geboren. Reden wir doch noch mal mit Toni. Huhu, Schnutzelbärchi. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja. Warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Ach, Gläser? Ja, ich überspringe das mal. Das kennen wir auch alles schon. Sprengplan, da bräuchten wir ja Magnete für. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Und ich hab ja gar keine Magnete hier. Nur Schrott. Um dieses Rätsel kümmere ich mich ein anderes Mal. Na gut. Was mache ich denn mit den Kartoffeln? Dem armen Rattenjungen blieben all die tollen Dinge versagt, mit denen die anderen Kinder spielten. Das stimmt doch gar nicht. Er besaß nichts als die Lumpen, in die er gehüllt war. Das ist ein Mantelet aus Disropa. Alles auf Rot. Aber Rufus, du brauchst hier keinen Einsatz. Nur einen Gegner. Und anschließend vielleicht Pflaster für die Bisswunden. Und das soll ein Spiel sein? Klingt wie meine Beziehung mit Toni. Ich habe sie doch gerade erst da rausgeholt. Tja, heiß machen kann ich sie nicht mehr. Kann ich sie nochmal halten? Dafür bräuchte ich schon eine Kartoffel-Viertelier-Maschine. Ja, gut beobachtet. Also, wir können sie nicht weiter halbieren, wir können sie nicht... Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch mein... Alufolie. Och, kein Plan. Kann ich dann irgendwas kombinieren? Macht doch alles keinen Sinn. Fettige Alufolie. Hallo, Sohn. Audi Rufus. Ach, bitte. Ich brauche dieses Hochpräzisionsblasrohr ganz dringend. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich.
Warum lässt du die Jungs nicht einfach ihren Hit spielen? Weil die Nervensägen ihn schon den ganzen Tag schrammeln. Oder weil er ein bornierter Provinzprolet ist. Das hab ich gehört. Ach, das hört er. Aber für Hochkultur ist der Affe taub wie ein Toastbrot. Hey! Ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Ich dachte, das sagt man so. Die dümmsten Bauern, etc., etc. Kartoffeln auf den Ohren, hey, das gibt mir eine Idee. Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Da? Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist vielleicht? In deinen Träumen. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Na gut. Hier haben wir totes Tier. Ich rede nochmal mit der Band. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi. Rudi. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf der... Ja, vielleicht kann man ihm so Ohrenschützer bauen damit. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Genau. Haha, nimm. Sind das etwa Ohrenschützer? Das ist schon ziemlich dumm. Wow. Kartoffelohrenschützer. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Jetzt kann ich doch spielen. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi, Rudi. Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one, a two, a one, two, three, and the number after three. Ha, hab ich einfach mal die Bürste abgebürstet. Gar nicht mal so schlecht, der Beat. Hallo? Sie sind komplett weggebeamt. Leider haben sie die Musik hier gelassen. Hallo, Sohn. Audi Rufus. Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Gut, jetzt habe ich eine Flaschenbürste. Aber was mache ich mit einer Flaschenbürste? In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, denen bereits Haare wachsen. Gab es hier irgendwas, was ich bürsten konnte? Die Wumme ja wohl kaum. Finger weg. Die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Och, Benno. Menno. Ja, hier macht ja das auch nicht so viel Sinn. Entweder fehlt hier der Zapfhahn. In beiden Fällen. Das ist nicht nur zu groß, sondern auch zu cool für dieses kleine, schäbige Dorf. Glas. Ich wollte Glas sagen. So mit einer Flaschenbürste dann Beine enthaaren? Nein. Flaschenreinigung ist Männersache. Aber mit... Das ist jetzt allerdings... Also diese Rätsel in diesem Spiel sind mir noch ein bisschen zu hoch. Das ist nur wildes Auto ausprobieren gerade. Da fragt man sich ja, wie gut Gronk sich hier macht. Warum kann ich da eigentlich nicht anklopfen? Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich speichere jetzt mal. Dann... Möchte ich einmal kurz... Huch, oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Das hier. Kann ich das nicht auf eine andere Taste legen? Das ist so dämlich. Auf Punkt. Na gut, okay. Gut, gespeichert ist. Dann drehe ich jetzt die Zeit zurück. Und schau mal, was sich ändert, ob sich was ändert. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Dafür habe ich ja gespeichert.
Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja schon, aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Jetzt Schluss mit dem Blödsinn. Also, der könnte doch auch einfach... Ich könnte auch die Gläser... Also, kann man so viel... Das ist so ein dummes Rätsel. Ich könnte auch einfach die Gläser wegräumen, vorher zurücksetzen oder sonst irgendwas. Amen. 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 Ja. Hey, zeig dich, du Sohn eines feigen Rösseltiers. Hallo. Das gibt's doch nicht. So, was habe ich denn jetzt noch dabei? Gar nicht mal so viel. Okay. Ich habe alle meine Gegenstände verloren. Ich habe... Und? Frag nicht. Ich muss wohl erst einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten loszuwerden. Bevor wir das Ganze dann noch einmal probieren. Ja, das ist nervig. Deswegen habe ich gespeichert. Ich lade jetzt nochmal. Und ich glaube, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, wo ich hoffentlich mehr Erfolg mit diesem Rätsel habe. Bis dann!